Geburt eines Kindes ist ein Wunder. Ein Wunder, das täglich tausendfach passiert. Weltweit wird jeder Tag mehr als 20.000 Mal durch die ersten Schreie neugeborener Kinder begrüßt. Eine von Totos angenehmen Eigenschaften war, dass er sich nicht ernst nahm. Er glaubte nicht, sich vor anderen auszuzeichnen, war so antriebslos, so ohne Ehrgeiz, dass er auch in einem Schwarm Pantoffeltierchen eine gute Figur machen würde. Man hätte sagen können, dass er keine Identität besaß, weil die doch nur im Umgang mit anderen entsteht. Er war alleine, irgendwo, und hatte keine Idee von sich selbst. Toto dachte weder über seine Vergangenheit noch über seine Zukunft nach, nur über die nächsten Stunden machte er sich Gedanken in einem Kopf, der von jeder Reflexion über sich selber frei war. Es führt jedes Leben zu einem Ende, ob man sich nun einen Arm auskugelt oder nicht. Toto wollte genau da sein, wo er sich im Moment befand. Jeden Nachmittag übte er am Klavier und sein unbeholfenes Spiel ähnelte seinem Gesang. Schön laut musste es sein, damit sie Toto nicht peinlich war. Diese Ergriffenheit, die er verspürte, fast war es, als leuchte er, fast fliegen konnte er, wenn er sich auflöste mit seiner seltsamen Stimme und nirgendwo mehr war. Um dann wieder hart zu landen, zu verzweifeln, mehr zu wollen, doch nicht zu wissen, was, besser werden. Nicht mehr nachdenken müssen, wie etwas warum klang oder nicht klang. Er konnte nicht ausdrücken, was er wollte. Die Ahnung, mehr in sich zu haben, als man in die Welt entlassen kann. Man könnte es vielleicht mit dem Unvermögen eines Stotternden vergleichen, der so gerne fließende Vorträge halten möchte. Toto wünschte sich ein Wunder, wünschte einer jener Zufälle, die bisher sein Leben bestimmt hatten, könnte doch eintreten und seine Lieder besser werden lassen. Touched her with grace. No!